Nehme auf. Sagt Hallo YouTube. Komm, sag mal Hallo. Und zum Gommel-Team. Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, die hier gerade dabei sind, zu einer Runde Skywars auf dem Gommel-Server. Heute am Start mit dem Kit Assassine. Da sind wir mal hier am Start. Eine Runde mal wieder alleine, ohne andere Menschen, ganz entspannt, wo ich ein bisschen auch wieder ein bisschen was erzählen werde nebenbei. So wie immer, ein 3D-Pilz. Ja, in letzter Zeit habe ich ja immer viele tolle Gäste dabei, halt so Leute wie der Mike, wie die Ari, ne? Halt so Leute, mit denen ich mich echt gut verstehe, die ich mag, Kumpels halt. Und dann gibt es halt Leute, das finde ich immer schade, die dann schreiben. Oder, ja, sagen, kannst du nicht mal mit Leuten aufnehmen, die wenigstens Fame sind und Abos haben? Warum? Warum muss ich mit Leuten aufnehmen, die Abos haben, die man kennt? War in dem Moment so meine Question of life. Schließlich möchte ich ja mit Leuten aufnehmen, mit denen ich mich gut verstehe. Und wenn ich jetzt mit Mike aufnehme, mit Zombie oder mit sonst wem, das ist halt eine ganz andere Stimmung, als wenn ich mit irgendwelchen YouTubern aufnehme. Einfach weil man mit denen ja auch schon länger befreundet ist und alles. Ich finde diese Stimmung, die dann aufkommt, diese freundschaftliche Tschüss. So. Wow. Ich bin gerade ein bisschen dumm. Ich finde diese freundschaftliche Stimmung einfach viel entspannter und schöner auch zum Zusehen als dieses Kollegenmäßige mit anderen YouTubern. Natürlich liebe ich es, mit anderen YouTubern aufzunehmen, weil ich sie mag, weil es halt Kumpels auch sind. Aber mit denen habe ich jetzt nicht jeden Tag so viel zu tun. Man versteht, glaube ich, was ich meine, oder? Wow, ein Feuerwerk der Gefühle. Oder der Partikel. Je nachdem, wie man es nehmen möchte. Wow. Und ich kritisiere einfach nichts mehr, weil so viele Partikel kommen. Das ist ein cooles Pack. Das mag ich. Bei manchen Packs kommen echt so sau viele Partikel, bei manchen gar nicht. So, zum Pack komme ich gleich noch. Ja, wie gesagt, nein, ich werde weiterhin mit Leuten natürlich aufnehmen, auf die ich Bock habe. Da kann mir auch keiner leider was vorschreiben. Das müsst ihr dann leider akzeptieren. Außerdem, ja, zum Zusehen ist das doch echt schön, oder? Wenn man einfach so zusieht und chillen kann, ich finde das immer schön. Ich gucke gerne Folgen, wo einfach nur Leute zocken, die auch befreundet sind. Man muss ja nicht immer, es muss ja nicht jeder Fame sein. Mein Gott, Walter. Och, Junge. Kommen wir jetzt natürlich nicht ran. Hopp, erstmal rüber. Ciao. Okay, den haben wir Gott sei Dank erwischt. Mehr Glück als Verstand. Ja. An sich habe ich aktuell Spaß, viel mit anderen auch aufzunehmen und so. Das ist echt. Das macht immer Fun. Ja, zum Texture Pack. Genau. Da habe ich aktuell das von Finns Graphic drin. Das 3D Pipapo 1.8 Texture Pack. Aber warum? Das liegt daran, weil meins war ja so ein Mischmasch. Ne? So von Sachen, die ich cool fand. Deswegen habe ich es auch nicht zum Download freigestellt, weil ich habe einfach nur irgendwie viele Texture Packs, die ich cool fand, zusammengemischt. Es war auch ein cooles Pack. Aber, weil viele nach dem Download gefragt haben, habe ich jetzt das von Finns Graphic genommen. Also wieder so gerade reingemacht, weil ich das persönlich auch sehr, sehr cool finde und feier. Und das kann ich auch in die Beschreibung packen. Link zu diesem Pack, damit ihr es euch auch holen könnt, ohne Probleme. So. Aua. Ciao. Deswegen, Link in der Beschreibung. Ich finde dieses Pack mega cool. Also mir gefällt das wirklich. Ich mag dieses Pack von Finns Graphic sehr. Das gibt es auch noch in einer anderen Variante, wo dann die Dia-Sachen zum Beispiel violett sind. Das finde ich auch ganz cool. Aber ich bleibe dann doch bei dem Standard so, dass das Diamantrüstung dann nicht violett ist. Aber das Violette ist auch hübsch, fand ich.
So, es leben noch ein paar Spieler. Wir müssen mal gucken, wo wir jetzt am besten hingehen. Ah! Mann, ich bin hier immer so ein bisschen verwirrt und aufgeschmissen, Mann. Ups. Ha, perfekt. Ja, ich glaube, ich habe das meiste tatsächlich erzählt, was ich erzählen wollte. Ich habe das gerade gar nicht im Kopf, ob ich noch irgendwas... Ich habe immer das Gefühl, ich habe was vergessen. Ich habe immer das Gefühl. Lieben die da hinten oder sieht das nur so aus? Vielleicht stehen sie auch einfach nur gegenüber, so ein Showdown. Showdown, heißt das Showdown? Ja, heißt doch, ne? Bin ein bisschen verwirrt. An sich, zu den Minecraft-Videos kann ich nur sagen, habe ich das jetzt ein bisschen aufgeteilt, dass die Minecraft-Videos zuerst auf meinem Kanal kommen, ein bisschen früher und erst später abends, nur die zwei Nicht-Minecraft-Projekte, die aktuell laufen, weil es so ein bisschen mehr getrennt ist, so. Weil die Leute ja immer Angst haben, kein Minecraft-Fragezeichen, wenn mal ein anderes Video kommt. Ja, ich bringe am Tag ja nur zwei Minecraft-Videos, ne? Total alles weg. Hä? Wo ist der Typ? Ist er über mir? Unter mir? Über mir? Wahrscheinlich über mir. Ja, da oben im Busch. Da ist doch Böses im Busch. Alter. Kommen die alle her? Ach, die teamen. Nice Teamer, Alter. Nice Teamer. Mache. Okay. Nehme auf. Sagt Hallo YouTube. Komm, sag mal Hallo. Und zum Gommel-Team. Komm, zum Gommel-Team und... Nicht mal Hallo sagen. Ich finde den richtig unhöflich, ne? Ich bin richtig unhöflich. Ja, ja. Haha, der will mich echt runterballern, ne? Ja, der Junge, der weiß, was er machen muss, ne? Jau, Alter. Du hast gute Hits gerade gegeben. Ein Double Hit hat er gegeben, der junge Mann. Andere verkämpft sich da. Ah, soll ich mir auch eine Angel machen? Nee, ne. Ciao. Einen haben wir weg. Der andere, ja, der pümmelt da gerade um die Ecke. Ich würde ja Emil Jean oder John Cena. Das Ding ist halt da. Wo ist der andere? Lebt er da oben noch? Weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob der tot ist oder noch lebt gerade. Das ist so krass, wenn man krittet, wie die Partikel bei dem Pack ausrasten. Das finde ich süß. Ich mag das. Ich finde das von Killer PvP, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, da finde ich das auch immer schön. Ah, down, down, down. Genau, von Killer, Killer PvP, Killer Crafter, genau. Der hätte auch so ein Pack gehabt, da, wenn er irgendwen schlägt, Alter, das war ein Partikelfeuerwerk. Nicht immer sweet. Ba, 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 da, da. Halt, wenn das Schwert verzaubert ist und man krittet, ne? Dann. Das ist die Voraussetzung natürlich. Hopp! Nice. Lol. So, ich häng noch eine Runde ran, Alter. Ja. Und am Ende fail ich wieder, indem ich einfach stumpf runterspringe. Ich weiß nicht, wie ich das jedes Mal hinbekomme, immer und immer wieder solche verdammten Fails hinzulegen. Ich bin da, glaube ich, ein echter Meister drin. So, einmal rüber. Ja, ich habe ja einen besseren Helm. Ich glaube, wollte ihn gerade austauschen. Eine neue Enderperle. Ich beeile mich mal. Zack. Muss echt ein bisschen schneller machen, ne?
Oh. Habe ich Eisen? Nö. Nö, habe ich nicht. Gut, dann habe ich mir noch ein paar Dias. Ha, was fehlt mir denn? Eine Hose erstmal. Ich hätte gern erstmal eine Hose. Bam, gib mir mehr Dias, mehr Spaß, sage ich nur. So. Schnell eine Hose bauen. Und dann wollen wir doch noch die Harnisch. Weil wir es können. So. Perfekt. Aber ich habe doch gerade einen Gegner gehört, der sich hier hingebaut hat. Ach, da oben ist er. Hey, Jimmy. Hey, 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 Jimmy. Ciao. Okay, das war kein Problem für uns. War easy. Okay. Erstmal weg hier. Nichts Gutes. Ah, noch eine Enderperle. Und tatsächlich Schuhe, die ich gebrauchen konnte. Ah, nichts. Ja, die Hose nehmen wir mit. Doch, doch. Die ist sich verzaubert. So, zwei Enderperlen haben wir per Ward. Oh. Ah! Okay, das war Fail. Wenn ich mal eben kurz... Oh. Er ist einfach runtergefallen, aber trotzdem war das Fail. Ich habe gleich das Assassinen-Kit. Ich dachte mir, wieso habe ich so viel Fallschaden bekommen? Aber ich habe sehr gut MLG'd. Das war wieder Profi-like. Ciao! Ach, die Leute runterballern. Es dürfte nur noch einer leben. Ach, der ist da vorne. Und der hat richtig, richtig tolles Equipment, sage ich mal. Ach, der tut mir jetzt schon leid. Eins, zwei, drei. Pau. Ey. Das war's, Skywars. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und einen Kommentar und bis zur nächsten Folge.